22 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie uns heute Abend Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich verspreche Ihnen, Sie werden erstaunt sein, vielleicht irritiert, in jedem Fall aber konfrontiert. Wir fragen vom Wutbürger zum Brandstifter, woher kommt der rechte Hass? Frauke Petry, die AfD-Chefin, sagt, der Hass ist das Resultat einer unterdrückten Diskussion in unserer Gesellschaft. Die Kandunja Halali, die ZDF-Journalistin, nicht erkennen. Sie weiß nur, was es heißt, täglich von unfassbaren rechten Hassmails belästigt und bedroht zu werden. Ja, das sind nur Mails, elektronische Brandfackeln. Aber längst bleibt es nicht dabei. Es brennt richtig in diesem Land. 65 Brandanschläge auf Flüchtlingseinrichtungen allein in diesem Jahr. Und das ist noch nicht zu Ende. Und eben nicht nur im Osten. So hat ein Fall in Niedersachsen für große Aufregung gesorgt. Anschlag auf ein bewohntes Haus in Salzhemmendorf. Pures Glück, dass dort keine Menschen umkamen. Die Kinder schliefen ausnahmsweise im Nachbarzimmer. Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben diesen Fall aufgedröselt und sind auf mutmaßliche Täter gestoßen, die, ja, wie sagt man, ebenso schön wie unpräzise, die aus der Mitte der Gesellschaft stammen und die ebenso fassungslos über sich selbst sind wie ihre Angehörigen und Freunde. Schauen wir uns zunächst diese Reportage an und fragen dann, woher kommt plötzlich dieser Hass, der offenbar eben keine rechte Randerscheinung mehr ist. Ein Abend in Salzhemmendorf, niedersächsische Provinz. Es könnte auch irgendwo anders sein. Denn Abende wie dieser und das, was hier geschehen wird, sind häufiger geworden in Deutschland. Viele pöbeln im Internet gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge. Das gibt es schon lange. Aber jetzt werden manche zu Verbrechern. Warum? Warum, ne? Das ist die Frage, die man sich stellt. Andere Fragen brauche ich mir nicht stellen, weil er hat ja an nichts gefehlt. Ne? Salzhemmendorf, knapp 2000 Einwohner, eine Idylle. Über Nacht wird aus dieser Idylle ein Tatort. Viele solche Anschläge bleiben unaufgeklärt, aber hier meldet sich ein Augenzeuge. Innerhalb von 24 Stunden werden diese drei festgenommen. Dennis L. meldet sich bei seiner Mutter telefonisch. Da habe ich nur gesagt, ich sage, Dennis, ich habe schon gehört, ich, um Gottes Willen, konntest du dir und uns das antun? Sag ich, was hast du getan? Ne? Ja, Mama, kann ich dir nicht erklären, tut mir leid. Und ich kann auch nicht lange sprechen. Und denk dran, ich habe euch alle lieb. Na, das war's. Der Ministerpräsident reist an. Moin, hallo. Das war hier versuchter Mord, um die Dinge klar beim Namen zu nennen. Das, was hier geschehen ist, das hat bewusst in Kauf genommen, dass Kinder, Frauen und Männer ganz am Ende verbrennen können. Die Salzhemmendorfer gehen auf die Straße, bestürzt, wütend. Gleichzeitig beginnt das Rätselraten. Wer von uns ist ein Nazi? Haben wir eine rechte Szene? Was versteht man unter rechter Szene? Also ich verstehe unter rechter Szene wirklich die hier im Ort Aktivitäten durchführen, planen und machen. Und die gab es vorher nicht und gibt es jetzt auch nicht. Der 27. August abends. Zwei Freunde treffen sich noch auf ein Bier. Was dann passiert sein soll, haben wir rekonstruiert. Was die Täter nach dem Anschlag aussagen, werden wir im Wortlaut verändern, aber sinngemäß korrekt wiedergeben. Beginnen wir mit Dennis L. Er ist 31 Jahre alt, hat einen guten Job in einer Firma im Nachbarort. Ein netter Kerl, erzählt man sich im Dorf. Nur wenn er zu viel trinkt, wird er manchmal aggressiv. Naja, an dem Abend habe ich getrunken. Ich bin schon etwas geschwankt. Sowas wie in der Nacht wäre mir ohne Alkohol im Leben nie in den Kopf gekommen. Sascha D., 24 Jahre alt, arbeitslos. Er ist Vater eines kleinen Jungen, lebt von der Mutter des Kindes getrennt. Welche politische Meinung haben Sie? Naja, also ich habe mir online die NPD, den Dritten Weg und auch diese Partei Die Rechte mal angeguckt.
Aber gewählt habe ich noch nie. Ja, können wir weitermachen. So gegen 23 Uhr kommt eine Freundin dazu, Saskia B., 25 Jahre alt. Sie lebt einige Kilometer entfernt und kommt gerade von Freunden, mit denen sie Mensch ärgere dich nicht gespielt hat. Saskia B. hat zwei kleine Kinder, ist alleinerziehend und bezieht Hartz IV. Also eigentlich möchte ich über die Tatnacht nicht mehr reden. Ich will mich damit nicht mehr belasten. Ich will hier im Gefängnis mal wieder gut schlafen können. Saskia B. trinkt Cola. Sie will nüchtern bleiben. Sascha D. und Dennis L. haben schon einige Biere hinter sich. Naja, und dann haben wir halt angefangen, über Flüchtlinge zu reden. Auch über das Mietshaus da. Das in der Hauptstraße 70, das in Salzhemmendorf halt. Das Haus in der Hauptstraße 70. Hier leben schon seit Jahren immer mal wieder Asylbewerber und auch Flüchtlinge. Die Einwohnerzahl sinkt. Viele finden es gut, dass wieder etwas Leben ins Dorf kommt. Familie Kraja lebt auch hier, in diesem Haus. Sie sind aus Syrien geflüchtet, vor dem Krieg. Seit einem Jahr wohnen sie hier in Salzhemmendorf. Glücklich, endlich sicher zu sein. Es ist perfekt. Ich habe viele Freunde und Schule ist auch gut. Und ich gehe auch auf Gymnasium und da habe ich auch viele Freunde. Ich mag auch lernen. Und Syrien immer Krieg und immer viele Leute tot und immer Feuer und Syrien immer sehr schlimm. Ja. Wir sind hierher gekommen, weil wir in Frieden leben möchten. Das sagen wir auch anderen. Wir wollen friedlich leben und nicht unsere Geschichte in Syrien hier wiederholen. Alle drei, Dennis L., Sascha D. und auch Saskia B., sind dem Verfassungsschutz nicht bekannt. Denn sie gehören zu keiner organisierten Szene. Die haben dann so rassistische Sprüche gemacht, sowas wie die scheiß Asylanten so. Die sollen zurückgehen. Der Bruder und die Mutter von Dennis L. Sie werden jetzt gefragt, ist Dennis L. rechtsradikal, fremdenfeindlich? Mein Bruder ist nicht fremdenfeindlich. Er hat seine Meinung, aber das, so wie ich das sehe, die hat jeder dritte oder vierte Deutscher. Aber von fremdenfeindlich oder Fremdenhass kann ich nicht sprechen. Was ist das für eine Meinung, die er vertritt? Was ist das für eine Meinung? Wenn der Fall so einfach wäre, mein Mandant ist rechtsradikal organisiert, nimmt an Pegida-Veranstaltungen teil, geht auf rechte Rockkonzerte und nimmt jede Möglichkeit wahr, nationalsozialistische Gedenktage zu huldigen, dann könnte man einen Deckel drauf machen. Aber das ist hier gerade nicht so. Sie hören an diesem Abend Lieder von Bands wie Sturmwehr und Kategorie C. Es sind die Schlachtgesänge von Hooligans und der rechten Szene. Dass sie mal so Musik, diese, was weiß ich, wie die halt, das hören sie alle, viele unter anderem, weiß nicht, Kategorie C oder wie heißen, ich kenne mich da gar nicht mit aus, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich denke mal, das sind schon zweierlei Show. Manche Dinge kann man nicht sehen, aber manche kann man vielleicht hören. Die Musik und der Alkohol haben uns halt angemacht. Die Texte sind ausländerfeindlich, ich weiß. Wer dann von uns drauf gekommen ist, den Molotow-Cocktail zu bauen, erinnere ich nicht mehr. Zum Motiv will oder kann später keiner der drei etwas sagen. Alle drei werden betonen, sie seien nicht ausländerfeindlich. Letztendlich kann er ja nichts gegen Ausländer haben, wenn er sein Arbeitskollege, mit dem fährt er am Wochenende los angeln. Das ist selber ein Flüchtling. Romik Muradyan, der Freund von Dennis, ein Armenier.
Am Anfang hat er mit seinen Eltern genau in dem Haus Unterschlupf gefunden, auf das jetzt sein Freund Dennis den Anschlag verübt hat. Das Erste, was ich da gedacht habe, er kann es nicht gewesen sein. Ja, es gibt Leute, die zeigen so direkt ins Gesicht, bleib auf Abstand, weil du gehörst halt nicht zu uns. Du bist hier nicht geboren, du hast einen anderen Namen, bist kein Deutscher. Und das habe ich bei Dennis schon mal nicht zu spüren gekriegt. Und weiß ich nicht, mit der Zeit, mit der Jahre, ist er für mich wie so ein kleiner Bruder für mich halt geworden. Saskia B. wird später erst mal behaupten, sie hätte nicht mitbekommen, dass Dennis L. und Sascha D. den Molotow-Cocktail zusammenbauen. Irgendwann gibt sie zu, dass sie daneben saß. Sie sagt über sich selber, sie sei nicht rechtsradikal. Ich will mit diesem ganzen Rassismus-Scheiß und so wirklich nichts zu tun haben. Ich meine, ich halte mich davon fern. Es geht Richtung Salzhemmdorf. Saskia fährt. Um kurz vor 2 Uhr nachts kommen sie vor dem Haus an. Den Motor lassen sie laufen. Saskia B. und Sascha D. bleiben im Auto sitzen. Sascha B. ist nicht nur Nachbar, er kennt das Gebäude auch gut von innen, weil er hier öfter einen Kumpel besucht. War Dennis und Sascha klar, wer in der Wohnung lebt? Also schon, Neger. Man sagte, dass da unten welche drin wohnen. Sascha meinte das. Im Erdgeschoss lebt eine Familie aus Simbabwe. Eine junge Mutter mit 3 Kindern. Im Haus halten sich rund 25 Menschen auf, als der Brandsatz fliegt. Auch Familie Kreier. Wir waren zu Hause und wir haben geschlafen und plötzlich haben wir gehört Laute und mein Nachbar sagt, gestern komm, Feuer. Und dann sind wir schnell, wir haben nur Jacken genommen und sind schnell rausgegangen. Da hatte ich Angst. Und dann war ich immer mit meiner Mutter die ganze Zeit, weil ich wollte nicht weggehen oder so. Ich dachte, es passiert irgendwas mit mir. Die 3 fahren los, ohne abzuwarten, ob das Feuer ausbricht oder nicht. Saskia B. wird später behaupten, die beiden Männer hätten während der ersten Minuten laut gelacht. Sie erzählt der Polizei, Dennis L. habe auf der Rückfahrt noch diesen Satz gesagt. Wenn der Neger brennt, dann feiere ich richtig. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass ich das gesagt haben soll. Was Dennis L. und Sascha D. alles so sagen, sieht man bei WhatsApp. Dort fühlen sie sich sicher. Und sie haben viele Freunde, alle aus der Gegend. Ich bin der neue Adolf. Nix Zyklon B. Erhängt wird das Pack. Hängt dem Adolf Hitler den Nobelpreis um. Sieg Heil. Die Grundschule wird ein Asylheim. Hoffentlich wird die bald abgefackelt. Also das waren so Experimente mit rechten Gedanken, Versuche. Das war doch alles nur Spaß, nicht ernst gemeint. Und er hat ja irgendwie sich so mit Freunden, so sagt man, Hakenkreuzbilder hin und her geschickt. Nein, das wüsste ich nicht. Also ich wüsste es nicht. Habe ich auch nichts von gehört. Ich meine, wir wohnen auf dem Dorf und es wird eigentlich, wenn man nicht gleich was erfährt, aber irgendwann erfährt man ja sowieso eigentlich alles. Aber das habe ich nie gehört, dass er das getan hat. Wer weiß etwas? Wer toleriert es sogar? Am Morgen nach der Tat bekommt Saskia B. von ihrer Mutter diese Nachricht. Und was hast du wieder angestellt? Molotow-Cocktail in Asylbewerberheim geworfen? Nee. Später wird die Mutter erklären, das sei nicht ernst gemeint gewesen. Ihre Tochter hätte ja nichts gegen Ausländer. Saskia B. antwortet auf die SMS. Wir haben alle artig Heier gemacht, aber schad ja nix. Ein Nachbar beobachtet die Tat und wählt den Notruf. Alle Feuerwehrleute werden sofort alarmiert. Auch Sascha. Ich bin ja in der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann hat auf dem Weg zurück, hat mein Pieper halt Alarm angezeigt.
Sascha D. ist also unter ihnen, als die 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz aufbrechen. Er verhält sich unauffällig. Dass er betrunken ist, fällt in dem Stress keinem auf. Am Einsatzort holt die Feuerwehr als erstes die Familie aus Simbabwe aus ihrer Wohnung. Die Kinder waren sehr verängstigt, haben ja nicht geweint, ich sag mal fast apathisch. Ne? Das ist also Bilder, die man nicht vergisst. Ne? Sie wussten nicht, dass der Täter einer der ihren war. Auch ein anderer der Kameraden war bei den rechten Chats dabei. Das haben sie nicht gewusst. Das hätten sie auch nicht akzeptiert. Aber Fremdenfeindlichkeit gibt es eben mittlerweile überall. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Man findet bei uns alles wieder, was man auch in der Gesellschaft selbst wiederfindet. Mit jeder Meinung. Über solche Abende führt das Bundeskriminalamt Buch. Die Statistik sagt, die Täter sind zumeist 20 bis 25 Jahre alt, stammen oft aus der Nachbarschaft und sind dem Staatsschutz häufig nicht bekannt. Also ich betrachte das mit Sorge, weil mir fällt da jetzt auch nicht das Patentrezept ein, wie man da jetzt plötzlich dieser Dinge Herr werden kann. Saskia B., Sascha D. und Dennis L. sitzen in Untersuchungshaft und warten auf die Anklage. Das tut ihm alles in der Welt leid. Er kann sich das nicht erklären, immer noch nicht. Warum er dieses getan hat, kann er sich selber nicht erklären. Er würde es gerne rückgängig machen, wenn es ginge, aber es geht ja leider nicht, das weiß er auch. Ich glaube, meine Mutter hat bis jetzt Angst, mein Vater auch. Und mein Vater sagt immer, du sollst nicht zu spät nach Hause kommen. Sie sind in Sicherheit und gleichzeitig auch nicht. Weit weg von Syrien, aber nicht von Hass und Gewalt. Woher kommen dieser Hass, diese Gewalt? Herr Pistorius, Sie sind der Innenminister des Landes Niedersachsen. Salzhemmendorf liegt in Niedersachsen. Was lernen Sie ganz persönlich aus dieser Geschichte? Reicht mittlerweile ja ein allgemeines Einverständnis, dass Flüchtlinge gefährlich sind, dass sie schlecht sind für dieses Land, um eine solche Tat hervorzubringen? Ich glaube, zunächst mal lehrt es mich und viele andere auch, dass wir eigentlich immer schon wussten, dass es diesen Rechtsradikalismus schon seit Jahren latent in der Bevölkerung gibt, der in der Regel keine Rolle spielt. Und es ist Rechtsradikalismus, wenn man sich gegen Flüchtlinge wendet. Man wendet sich ja nicht gegen andere Menschen, sondern gegen Flüchtlinge. Und deswegen lehrt einem das eben schon, dass das immer vorhanden ist und dass es offenbar manchmal reicht, dass bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen diesen Radikalismus, diesen Rechtsradikalismus wecken. Und dann gibt es eben andere, die ihn auch noch füttern. Wie gefährlich ist der Satz, den Sie gerade gesagt haben, es ist Rechtsradikalismus, wenn man sich gegen Flüchtlinge wendet? Also ist das, wenn man sich mit einer solchen Aggressivität und der erklärten Absicht wenigstens unter Inkaufnahme mit Molotow-Cocktails gegen Flüchtlingsunterkünfte wendet. Das ist ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit oder eben, man kann auch sagen, versuchter Mord. Das ist etwas anderes, als über Flüchtlinge zu diskutieren oder gegen Flüchtlinge zu agitieren. Da kommt es immer noch darauf an, wie man sich äußert. Aber auch da verwischen die Grenzen zusehends in der öffentlichen Diskussion. Sie haben eben so gesagt, es ist keine rechte Szene. Oder wie haben Sie es zugeordnet dort in Salzhemmendorf? Es gibt in Salzhemmendorf, wie in vielen anderen Orten dieser vergleichbaren Größenordnung auch, in Niedersachsen und anderswo, keine erkennbare rechte Szene. Muss es aber auch nicht geben. Damit wie nennen Sie das denn, was wir da gesehen haben? Mit Chats, mit Gesprächen, einem Einverständnis, welche Musik man hört? Eine rechte Szene wäre es dann, wenn es organisiert wäre, wenn es eine Struktur hätte, in welcher Form auch immer, oder man sich verabredete zu bestimmten Aktionen. Aber nicht mal diese Irrsinnstat war ja abgesprochen vorher offenbar, sondern hat sich aus einem Abend mit Alkohol und allgemeinem Gerede entwickelt. Schlimm genug, weil offenbar das Bewusstsein da war und die Gedanken da waren. Salopp sagen, getrunken wird häufig in diesem Land. Kein Grund, jemanden anzugreifen. Ist kein Grund, wird aber hier als Entschuldigung angeführt. Herr Maskelo, Ihr Team hat diese Geschichte recherchiert. Haben Sie eine Erklärung dafür, zum Beispiel für eine Mutter, die ihre Tochter nach so einer Nacht schreibt, weil sie offenbar was ahnt? Und was hast du wieder angestellt? Molotow-Cocktail in Asylbewerberheim geworfen. Nee, 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 nee.
Der Film ist der Versuch gewesen, eine solche Erklärung zu finden. Wir haben uns auch andere Fälle dieser Art angeguckt. Denn was wir ja erleben im Grunde mit dem Beginn der Flüchtlingszahlen 2014, ist eine ständige Steigerung von Gewalttaten gegen Asylbewerberunterkünfte. Die 65 Brandanschläge sind ja leider nur ein Teil davon. Stand letzte Woche geht es um 776 Fälle von Angriffen gegen Asylunterkünfte an sich. Und das wirklich Beunruhigende ist, wenn das eine rechte Szene wäre, so haben die Ermittlungen im Grunde auch mal begonnen. Das war ein Stück auch unsere Arbeitsthese, als wir uns auf den Weg gemacht haben und gesagt, kann es sein, dass dahinter eine Struktur steckt? Kann es sein, dass rechtsradikale Vereine, rechtsradikale Parteien all diese Dinge befördern, möglicherweise, dass es sogar ein Mastermind im Hintergrund gibt? Und all das haben wir nicht finden können, sondern auch das Bundeskriminalamt sagt, in 60% aller Fälle sind es Leute, die den Behörden überhaupt nicht bekannt sind. Man weiß nichts von einem rechtsradikalen Hintergrund. In fast 3/4 der Fälle sind es Leute aus demselben Ort oder derselben Stadt, die bisweilen sogar das Nachbarhaus anzünden oder einen solchen Anschlag begehen. Es ist ein Phänomen, das dramatisch ist, weil wir erleben, dass wir neben unserer Willkommenskultur, die wir haben, wir leider auch eine Unkultur der Gewalt haben in einem Ausmaß, wie wir es in diesem Land seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen haben. Herr Lender, Sie sind CDU-Innenpolitiker in Hamburg, vom Beruf Polizist. Haben Sie überhaupt ein Instrumentarium, um an diese Menschen ranzukommen? Sie beobachten die rechte Szene, da gibt es Abhörtechniken, da gibt es Spitzel. Was haben Sie hier in der Hand? Ich glaube, bei solchen Personen, wie der Film sie gezeigt hat, kaum etwas. Weil es ist ja keine vertiefte, wie Herr Pistorius es ja richtigerweise gesagt hat, keine vertiefte rechte Szene, es ist eine oberflächliche Szene. Aber ich sag mal, ich will es auch nicht in der Richtung sehen, so sind alle Jugendlichen in Niedersachsen oder in Salzhemmendorf. Das wäre doch Blödsinn, das wäre Quatsch. Hat auch keiner behauptet. Ich sag mal, wer Musik hört von Kategorie C, von Nordfront, von der anderen Gruppe, die dort genannt worden ist, die teilweise auf dem Index stehen, Sturmwehr stand mit auf dem Index drauf, da verfestigt sich schon oberflächlich, ohne eine wirkliche Struktur zu haben. Ich glaube nicht, das ist allerdings auch spekulativ, wir werden es hier alle nicht beurteilen können, wie die Szene da in Salzhemmendorf ist, aber ich glaube schon, da ist ein rechtes Gedankengut bei diesen Personen vorhanden, ohne deswegen gleich von einer Struktur in Salzhemmendorf oder in diesem Bereich von Niedersachsen sprechen zu wollen. Schwierig, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schwierig für Polizei wie auch Verfassungsschutz, dieses aufzuklären, weil was wollen Sie machen? Wollen Sie Internet, Facebook, Seiten dieser Personen einfach so durchstöbern, ohne dass es Hinweise gibt? Und diese Herren, soweit ich das weiß, sind an der Stelle immer straffrei geblieben, immer in einem Untergrund gewesen, dass es noch nicht die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten hat, zumindest was Facebook-Eintragung angeht. Kopfschüttelnd, aber noch nicht strafbar. Vielleicht ist es keine Frage der Polizei, sondern der Nachbarschaft. Ohne Frage. Da ist die Frage aber, wie die Nachbarschaft gestrickt ist. Frau Hayali, Sie haben die Chatverläufe eben gesehen, der SMS-Verkehr, der da in der Reportage aufgezeigt wurde, die ausländerfeindlichen Sprüche. Kann man davon sprechen, dass da junge Leute in Bierlaune gehandelt haben? Also das glaube ich nicht. Es gibt auch andere, die trinken Bier und tun hinterher andere Dinge und sicherlich nicht die, die wir gesehen haben. Und ich finde das auch, man muss es einfach mal so benennen, wie es ist. Die Menschen, die wir da gesehen haben, die kann man auch nicht mehr mit diesem Satz entschuldigen. Das wird man ja mal sagen dürfen. War ja nur ein Spaß, haben Sie heute. Ja, ja, aber wir haben auch diesen Satz schon hin und her diskutiert. Und dann heißt es immer, solange man seine Sorgen und Ängste in Deutschland äußert, würde man sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Ehrlich gesagt, stimmt das nicht? Jeder darf Sorgen und Ängste äußern. Auch ich habe Sorgen in Bezug auf die Flüchtlingsdiskussion, wenn wir uns die Integration und sowas anschauen. Aber wenn jemand sich fremdenfeindlich äußert, so wie die drei es getan haben, so wie man das in dem Chatverlauf ja auch ganz deutlich gesehen hat, dann muss man sie als das bezeichnen, was sie sind, nämlich Rassisten und nichts anderes. Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Ihre Ängste in Bezug zum Beispiel auf Integration, Frau Petri. Vielen Menschen macht es eben Angst, dass im Moment so viele Flüchtlinge kommen, man nicht so genau weiß, wer da kommt. Was ist Ihre Erklärung dafür als AfD-Vorsitzende, dass offenbar im Moment sehr viel schneller aus Angst Hass wird und aus Hass Gewalt?
Nun, ich weiß nicht, ob es tatsächlich schneller passiert. Wir haben eine absolut gestiegene Anzahl solcher Vorfälle. Das muss uns besorgen. Und wenn kriminelle Handlungen daraus resultieren, wie in diesem Fall ganz klar, dann muss Polizei und Justiz handeln. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Generell davon auszugehen, dass die deutsche Bevölkerung, die deutschen Bürger in irgendeiner Weise rechtsradikaler sind, als man ihnen vor Jahren vorgeworfen hat, dass die tatsächliche relative Anzahl solcher Gewalt steigt, das müssen wir bitte schön erstmal statistisch beurteilen. Denn wir schauen, wie viele Anschläge es in 2014 gegeben hat, 155 und jetzt über 700 im Jahr 2015, dann ist jeder davon einer zu viel. Stehe ich ganz klar dazu. Wenn wir Demonstrationen veranstalten, Veranstaltungen machen, dann machen wir jedes Mal ganz klar, dass es um eine politische Kritik geht. Das ist keine Kritik gegen die Menschen sind, die nach Deutschland kommen, auch wenn wir der Meinung sind, dass das Asylrecht in Deutschland aktuell nicht in dem Sinne gebraucht wird, wie es gedacht war. Aber wenn wir schauen, wie die Zahlen der Asylbewerber von 2014 nach 2015 gestiegen sind, dann ist dieser absolute Anstieg mit dem relativen Anstieg der Flüchtlingszahlen vergleichbar. Das muss uns nicht glücklich machen, aber was wir nach wie vor nicht tun, und da haben auch die Medien einen entscheidenden Anteil daran, wir werfen eben, wie gerade schon wieder, rechts und rechtsradikal und extrem in einen Topf. Und ich glaube, dass sehr wohl, Frau Jalali, viele Menschen in Deutschland nicht mehr äußern, was sie denken, weil eine Meinung zu haben, die abweichend vom Mainstream ist, sofort als radikale Meinung gebrandmarkt wird und der Unterschied zwischen radikal und extrem überhaupt nicht mehr existiert. Also ehrlich gesagt, kann ich glaube, entscheidend darauf an, welche Meinung man äußert. Also, Herr Pistorius, dann Frau Hayang. Also ich finde, das kommt doch entscheidend darauf an, wie man seine Meinung äußert. Und wenn ich höre von rigorosen Maßnahmen und Asylflut und Asylbetrügern und Sozialmissbrauch, dann hat das mit Meinung nichts mehr zu tun. Ist das Kriminalisierung und Stigmatisierung? Ja, genauso wie von Asyl, die Gewalt, Frau Petri, das wissen wir doch alle, fängt in den Köpfen an und fängt mit Sprache an. Ja, wie beim Linksextremismus genauso. Ja, wir reden aber jetzt gerade über Rechtsextremismus. Wir reden jetzt, das ist ein beliebtes Ablenkungsmanöver. Nö, das ist kein Ablenkungsmanöver. An dieser Stelle können wir das Ritual mal kurz abbrechen. Ich würde Sie gerne noch mal, geben wir ihr doch die Gelegenheit, wirklich noch mal fragen. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, sind die dramatisch und sie sind synchron gestiegen mit den hohen Flüchtlingszahlen. Man hört sehr oft so einen Satz, wenn die Politik zum Beispiel hier nichts tut gegen Flüchtlinge, dann müssen wir entweder auf die Straße gehen oder, in diesem Fall haben wir es auch gehört, offenbar selbst etwas tun. Was ist für Sie das Motiv, was dahinter steckt? Eine Art Notwehr oder wie nennen Sie das? Nun, ich glaube, in der aktuellen Situation geht es darum, dass wir ein Staatsversagen auf mehreren Ebenen erleben. Unsere Bundesregierung ist nicht mehr in der Lage, Recht und Gesetz durchzusetzen. Die Polizei hat nicht ausreichend Kräfte, um gleichermaßen gegen Tageskriminalität vorzugehen, um Flüchtlings- oder Asylbewerberheime zu schützen. Und wir haben gar nicht genug Kapazitäten, um Grenzen zu schützen. Ist das das Motiv für den Hass? Es geht ja gar nicht primär um den Hass. Es geht darum, dass wir Sorge haben müssen, dass unser Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Bürger merken das, sie merken das im täglichen Leben, nicht nur wenn die Polizei nicht ausreichend schnell vorbeikommen kann. Es wird ja auch inzwischen bekannt, wie sehr alle Behörden auf allen Ebenen, in Bundesländern, in Kommunen, mit der aktuellen Situation überfordert ist. Dass sie dann protestieren, wohlgemerkt demokratisch und friedlich, ich rede nicht von Straftaten, um die es hier geht, das ist ihr gutes Recht, friedlich zu demonstrieren. Straftaten sind nie zu rechtfertigen und Gewalt auch nicht. Und deswegen müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen dem Protest, dass einige, wie offensichtlich diese jungen Leute, überhaupt nicht verstanden haben, was demokratischer Protest heißt. Ich glaube, das müssen wir heute Abend nicht diskutieren. Wir diskutieren aber seit Monaten nur über Hass, also über die Symptome. Wir müssen etwas an der Situation ändern. Und da ist die Bundesregierung gefragt und sie tut nicht, was sie tun müsste. Wenn Sie jetzt Hass das Symptom nennen, ja. Was ist denn dann die auslösende Krankheit? Sind es doch die Flüchtlinge dann? Nochmal, es geht auch gar nicht um eine Politik gegen Flüchtlinge. Auch das ist eine Falschdarstellung. Wir reden auch nicht davon, dass alle derjenigen, die in Deutschland im Asylverfahren Aufnahme finden wollen, Flüchtlinge sind. Das ist auch eine Diskussion, die wir bei jeder Talkshow haben, bei der ich immer noch eine Differenzierung der Medien vermisse. Es geht um Asylbewerber und es geht in großer Menge um Wirtschaftsmigranten. Ich kann deren persönliche Motive verstehen, nach Europa kommen zu wollen. Allein, sie fallen nicht unter das Asylgesetz. Und es ist an der Zeit, das zu benennen und dafür zu sorgen, Frau Petri, dass wir diejenigen sagen, schützen, die Schutz brauchen, nämlich die politisch Verfolgten. Wenn Sie sagen, in jeder Talkshow,
Talkshow wird darüber gesprochen, in Zeitungen wird darüber diskutiert, dass es genau eben Wirtschaftsflüchtlinge gibt. Man kann das ja unterschiedlich bewerten, aber diese Diskussion wird doch sehr offen geführt. Naja, warum? Sehr offen nicht. Es hat lange gedauert, bis überhaupt in Zeitungen stand, dass es um Migration geht. Meistens wird von Flüchtlingen gesprochen und gerade um die geht es im großen Maße nicht. In dieser Debatte fehlen mir irgendwie zwei Sätze. Der erste ist, jede Form von politischer Auseinandersetzung ist erlaubt und sie ist sogar erwünscht. Man kann auch Sorge haben und ehrlich gesagt kenne ich überhaupt niemanden mehr hier in Berlin, der nicht angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen auch Sorgen hätte. Mhm. Jeder darf irgendwie Sorgen haben. Aber es gibt eine absolute Grenze und die verläuft da, wo Gewalt angewendet wird. So, Gewalt ist, ja ist niemals Teil eines einer politischen Auseinandersetzung. Und das Zweite ist, womit wir es zu tun haben, Ihre Partei heißt ja irgendwie Alternative für Deutschland. Ich fürchte, sie ist keine. So, weil, das sehen die Bürger offensichtlich total anders. Weil es ja schön ist, sich auf einen Parteitag hinzusetzen und sagen, man schreibt einfach mal 10 Punkte auf und sagt, so kriegt man irgendwie das Problem erledigt und so geht man mit den Problemen irgendwie um. Und wenn es ganz so einfach wäre, wäre es ja auch wunderbar. Aber was wir im Moment erleben, ist, dass um uns drumherum, im Osten, aber vor allem irgendwie im Süden, richtig die Ordnung, so wie wir sie kennen, irgendwie kollabiert. Dass wir in der Situation es zu tun haben mit Flüchtlingen. Und zwar mit Flüchtlingen, die irgendwie vor Hunger, Elend und Verfolgung fliehen. Das genau, dass es nicht auf alle zutrifft. Das kann, können wir doch endlich mal da mit der Ehrlichkeit anfangen. Aber es ist keine Frage der Kriminalität. Aber es trifft doch auf ganz viele zu. Es trifft doch auf ganz viele zu, gehen die aus Sie, Syrien aber das oder gar nicht mehr so Fragen, vielleicht noch mal, das geht doch gerade total am Thema vorbei. Liebe Frau Petri, lieber Herr Maskolo, gehen wir noch mal auf die Fährtensuche. Wie kann es dazu kommen? Und es ist nicht nur ein AfD-Thema. Und es ist keine AfD-Sendung hier, sondern es ist... Können Sie gerne dazu machen, freue ich mich. Es ist... Können Sie machen, wie Sie wollen. In dieser Reportage, die wir eben gesehen haben, war von AfD überhaupt nicht die Rede. Sondern wir reden über eine klimatische Veränderung in dieser Republik. Und wie Sie dazu beitragen, das gucken wir uns später noch mal an in der Sendung. Ganz einfache Frage, Frau Petri. Wenn die Täter, und das haben wir eben gehört, Sie haben die Zahlen genannt, der Bundesinnenminister hat sie auch noch mal bestätigt, 2/3 der über 700 Täter bei den Gewaltangriffen sind nicht bekannte Personen, die zu irgendeiner Szene zugeordnet sind, sondern 2/3 sind Nachbarn, Menschen, die so etwas zum ersten Mal gemacht haben. Wenn die Täter eben, Frau Petri, nicht mehr bekannte Rechtsextreme sind, bekannte Neonazis, sondern bisher, wie man so schön sagt, unbescholtene Bürger. Wie groß steigt dann für Sie als AfD-Politikerin die Gefahr, dass da Anhänger Ihrer Partei drunter sind? Also wissen Sie, bei allen unseren Veranstaltungen ziehen wir eine ganz klare Grenze. Wir verabscheuen Gewalt und wir sagen allen unseren Demonstranten, obwohl man bei Demonstrationen nicht immer genau weiß, wer mitläuft, dass wir keine feindlichen Parolen dulden, dass wir unsere politischen Forderungen wiederholen und dass wir versuchen, sehr stark zu kontrollieren, wer bei diesen Veranstaltungen mitläuft. Insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass AfD-Anhänger darunter sind. Ich kann Ich kann es aber auch nicht ausschließen, weil ich bei demokratischen Demonstrationen auf der Straße aufgrund der Rechtslage nicht ausschließen kann, dass dort Menschen mitlaufen, die andere Motive haben. Aber wollen tun wir es nicht und wir werden uns immer dagegen verwehren. Sehen Sie sich eigentlich eher als Ventil, sozusagen als Bühne für verängstigte Menschen, die sagen, ich mache mir Sorgen um dieses Land und bin bereit, auch da weiterzugehen? Sehen Sie die AfD da als Ventil, als Bühne, als Entschärfer, als Kanalisierer solcher Meinung? Nee, wir sehen uns vor allen Dingen als die Partei, die als allererste und bereits 2013 angesprochen hat, dass wir eine klare Trennung zwischen Asyl und Einwanderung brauchen, zu einem Zeitpunkt, was jetzt gern vergessen wird, zu dem keine andere Partei dazu offen Stellung genommen hat. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass diverse unserer politischen Forderungen, die Sie gerade mal eben so als 10-Punkte-Plan abgetan haben, von anderen Parteien allen voran, von CDU, da CSU aufgegriffen werden. Verspreche ich Ihnen, gucken wir gleich noch genau hin, können Sie das Pulver trocken haben. Ich glaube, eine Sache darf man in dieser ganzen Diskussion, woher kommt das und wie äußert sich das auch, nicht vergessen. Ich glaube, dass viele Menschen sich wirklich von dem Wandel und der Veränderung dieses Landes überfordert fühlen. Es geht ihnen zu schnell. Viele wollen es auch einfach nicht. Sie fühlen sich übergangen, sie fühlen sich zurückgelassen. Sie haben sicherlich den Eindruck, es wird ihnen auch was weggenommen von den Eliten, Presse, Politik etc. werden sie von oben herab behandelt. Aber ganz entscheidend ist sicherlich, dass viele keine politische Heimat mehr haben. Also wenn sie jemals überhaupt eine Sie gehabt haben. Von den Eliten Ich habe ja zum Beispiel also, schon zwei genannt. Also da Politik, sitzt ein Innenminister, Presse. Da sitzt ein ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, der jetzt ein Rechercheteam landet. Wir zum ist das Beispiel. Die Elite?
Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist das, was mir die Menschen in Erfurt auf der Straße bei ihrer Demonstration, ich war in Köln, ich war in Berlin und ich war in Dresden und habe mich mit vielen unterhalten. Und das ist das, was ich da zu hören bekommen habe. Und dass sie einfach keine politische Heimat mehr haben, weil die Große Koalition sich relativ einig ist. Die Opposition findet nicht statt. Und mit ihren Ängsten und Sorgen haben sie eben das Spiegelbild bei der AfD, wo sie ihre, und jetzt sage ich es nochmal, auch zum Teil fremdenfeindliche Einstellung wiederfinden. Aber nochmal auf der Spur, wie wird aus Angst, aus Verunsicherung, für die Sie ja auch Verständnis haben, wie wird der Hass da brechen? Offenbar Hemmschwellen. Brandanschläge sind eine Eskalationsstufe, aber der öffentlich vorgetragene, Sie wissen wahrscheinlich besonders, wovon ich rede, der öffentlich vorgetragene oder auch geheim vorgetragene Hass, der sich in Mails wiederfindet, in anonymen Briefen, teilweise auch in Briefen mit Namen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sehen Sie da eine sich verschiebende Grenze? Ich glaube schon, dass sie sich verschiebt. Also ich frage mich ja auch manchmal, die ganzen verbalen Attacken, bleibt es dann dabei oder steht möglicherweise nicht doch jemand bei mir irgendwann vor der Tür? Das hätte ich Ihnen vor 10 Jahren so nicht unterschrieben. Aber heute hat sich die Situation geändert, weil viele Dinge mittlerweile salonfähig geworden sind und die Grenzen tatsächlich verschwommen sind. Ich fürchte, lassen Sie mich mal ganz kurz, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, Sie können sofort was dazu sagen. Aber Sie sollten wissen, worüber man redet, wenn man sagt, braune Hassmails. Ich fürchte, man muss sich das einfach mal anhören, was dort teilweise offen, teilweise anonym geschrieben wird, damit das ganze Ausmaß wirklich klar wird. Danach sind Sie gleich dran. Mails an Dunja Hayali. Ich habe zwar nichts gegen Flüchtlinge, vor allem nicht gegen Christliche, aber fick dich, du Flüchtling. Dein Name ist schon ekelhaft genug. Verlasse unser Deutschland. Hey Dunja, du bist, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gefickt worden. Sonst würdest du ja wohl kaum so einen Sch schreiben. Und übrigens, jeder Schäferhund ist deutscher als du, Faschoschlampe. Ich wünsche dir und deiner dreckigen Familie einen qualvollen Tod. Frau Hayali, kann man sich an solche Sätze jemals gewöhnen? Also ich muss schon auch schlucken. Ich finde es dann besonders beängstigend, wenn es natürlich gegen die eigene Familie geht, weil die natürlich mit diesem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat, auch nicht mit meiner Äußerung oder meiner Haltung. Aber ich muss dazu vielleicht auch noch mal sagen, das, was ich da bekomme, wie gesagt, man versucht damit umzugehen. Ich habe ein relativ dickes Fell. Ich kann auch meine Meinung äußern und die wird gehört. Was ich viel entsetzlicher finde, ist, dass immer mehr Ehrenamtliche wirklich genau so angegangen werden, beschimpft, bepöbelt, bedroht werden. Und da bei aller Liebe zur Meinungsfreiheit oder auch das muss Demokratie aushalten. Ich finde, das ist entsetzlich und da erwarte ich von allen Parteien, von Ihrer und auch von allen anderen, dass man sich davon wirklich distanziert, nicht nur in TV-Studios, sondern auch auf den Marktplätzen dieser Republik. Denn ich finde, das muss ehrlich gesagt keiner aushalten. Aber, Herr Lenders, lassen Sie mich nur ein Aber anführen. Ich finde es gut und ich finde es richtig, dass wir heute Abend zu dieser Sendung zusammengekommen sind, um genau darüber zu reden. Es gehört sicherlich nicht hier unbedingt dazu, aber auch zu sagen, es von der anderen linken Seite ist es nicht anders. Wenn Sie glauben oder wenn ich Ihnen sage, wie viel ich als in meinen Dienstjahren 36 Jahre bei der Polizei aus dem linksautonomen, aus dem linksextremistischen Lager, ich will ja überhaupt nicht sagen, Frau Hayali, dass das eine besser ist als das andere. Beides ist verabscheuungswürdig. Ich will es einfach nur der Ordnung halber zusagen. Und wenn ich dann höre, dass am Wochenende beispielsweise mein Bürgerschaftsabgeordnetenkollege Migrationshintergrund David Erkalb in Hamburg deutlich ebenfalls solche rechten Hassmails bekommen hat, obwohl er ein, ich sage mal, stramm konservativer ist, dem man unterstellt hat, nur aufgrund seines Namens, aufgrund seines türkisch-armenischen Abstammung, dass ihn unter Hitler hätte es ihn nicht mehr gegeben. Das ist verabscheuungswürdig, aber auf der Linken wie auch auf der rechten Seite. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass grundsätzlich Gewalt, und ehrlich gesagt, ich habe dazu letztens auch was gepostet, sowohl
alle, die links außen sind, wie rechts außen. Und ich finde, man darf sie zwar nicht in eine Box werfen. Nö, aber beides ist verurteilt. Ja, aber nun reden wir. Entschuldigung, aber jetzt reden wir. Können wir es der Reihe nach machen? Nein, ich wollte das einfach nur mal. Herr Lenders, Sie haben es getan. Frau Jahr hat was gesagt. Jetzt ist Herr Pistorius dann. Müssen wir jetzt in jeder Sendung erst ein Bekenntnis ablegen, bevor wir über Rechtsextremismus reden können, dass wir den Linksextremismus auch verurteilen? Nein, überhaupt nicht, Herr Pistorius. Aber wir haben jetzt gemacht. Lassen Sie mal aus. Ich will nur sagen, wir haben jahrelang den Linksextremismus auch ein wenig salonfähig in dieser Gesellschaft gemacht. Da hat es derartige Sendungen nicht gegeben. Und das darf man auch mal an dieser Stelle sagen. Ich habe es vermisst. Mehr nicht. Was mir im Grunde, was ich nur so entsetzlich finde an diesen ganzen sozialen Netzwerken, das eine ist das Positive, man bekommt viele Geschichten, man bekommt Meinungen und ohne, dass die Leute übrigens, sie sind sehr wohl in der Lage zu differenzieren, ohne dass man immer sagt, Gutmensch oder Nazi, links oder rechts, oben oder unten. Was nur an dieser politischen Diskussion im Moment, also auch mit ganz normalen Mitbürgern immer schwieriger wird, ist ganz einfach, dass wenn sie die Meinung des anderen nicht teilen, dass sie sofort angegriffen, bepöbelt, diskreditiert oder aber auch von Ihnen sehr gerne benutzt das Wort der Lügenpresse angebracht wird. Ja, Entschuldigung, das ist doch ganz also dann sage ich, warum eigentlich Lügenpresse und Staatsfernsehen? Dann lade ich Sie jetzt ins Morgenmagazin ein, nicht in die Sendung, sondern privat. Und wir gucken uns alle Beiträge an, die, Sie können den Zeitraum bestimmen, von mir aus seit August, seitdem es diese Flüchtlingssituation gibt. Und da können wir mal gucken, wo wir gelogen haben oder wo wir staatstreu waren oder irgendwas. Bitte kommen Sie, sehr gerne. Ich will auch noch was sagen, denn es ging gerade darum, vielleicht wäre es gut, auch jedes Mal ein Bekenntnis gegen den Linksextremismus abzulegen. Doch, das Historie, es würde, nein, Entschuldigung, es gehört sehr wohl dazu. Denn wie viele Sendungen, nein, Entschuldigung, wie viele Sendungen gibt es denn und wie viele Berichte gibt es zu all den Anschlägen auf Büros von Politikern aller Parteien, aber insbesondere meiner Partei? Wie viele Hassmails bekomme ich jeden Tag? Das nächste Mal sagen wir Bescheid, dann bringe ich auch ganz gerne eine Auswahl solcher mit. Ich finde die alle schlimm, da sind wir uns ganz einig. Aber sie beklagen den nicht mehr vorhandenen Willen zum Diskurs. Ja, dann lassen Sie uns doch damit anfangen, dass alle Parteien endlich mal sich auf Inhalte konzentrieren und nicht im Plenar und anderen Debatten den Gegner sofort als Rassisten und Fremdenfeind beschimpfen und als Nazi. Auch in dieser Dokumentation über den Demonstrationszug, wir fragen uns, wer in dem Dorf Nazi ist. Es ist doch sofort die Verurteilung jedes Bürgers da, ein Nazi zu sein. Aber natürlich ist das so. Wir haben eine völlig verquere gesellschaftliche Diskussion und die Demonstrationen in vielen Orten Deutschlands, die stattgefunden haben, ob Pegida oder anderweitig, sofort wird immer vermutet, dort sind Fremdenfeinde. Ja, es gibt viele Bürger, gegen diese Art der Einwanderung etwas haben. Und es ist ihr demokratisches Recht, dagegen etwas zu haben. Frau Petri, Sie haben eben das Wort Diskurs gewählt. Ja. Das ist ja schön. Dann gestatten Sie mir da eine Zwischenfrage. Sie sind tatsächlich der Meinung, wenn Sie Pegida ansprechen, wird dort Galgen hochgehalten werden und andere Geschichten. Ich weiß, über den Linken schon mal im Wahlkampf 2013 auch. Ja, Sind Sie der Meinung, dass da zu Unrecht von rechtsextremen Erscheinungen gesprochen wird? Also die Polizei hat die Pegida-Demonstration. Das ist eine rechtsextreme Erscheinung. Die Polizei hat die Pegida-Demonstration ganz gut untersucht. Sehr genau, wie Linksextremismus auf andere Stelle. Aber an der Stelle muss man Frau Petri auch deutlich sagen, das ist ein Extremismus auch von den Rechten, der überhaupt nicht tolerabel ist. Unsere Demonstration noch nicht gegeben, aber darum geht es am Ende nicht. Ich beklage auch All Cops are Bastards, dieses Hervorhalten von links. Da bin ich mit Herrn Pistorius mit Sicherheit einer Meinung. Auch das wird deutlich verurteilt. Dann aber sollten alle Parteien mal dagegen aufstehen. Aber Frau Petri, man muss dann natürlich auch mal als AfD-Vorsitzende deutlich laut und vernehmbar sagen, auch das ist nicht in Ordnung und das ist verabscheuungswürdig. Das haben wir mehrfach getan. Wissen Sie, was Frau Petri am Wochenende auch gesagt hat? Sie hat, glaube ich, auch. Haben Sie an dieser Frage bitte Interesse? Frau Petri hat am Wochenende auf ihrem Parteitag gesagt, Hass auf allen Ebenen ist kein Helfer. Ein Satz aus Ihrem Mund. Der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung, sagen Sie. Ja. Sie haben das auf Ihrem Parteitag gesagt. War das auch eine Ermahnung an die eigenen Leute? Natürlich. Na klar. Ich erwarte von unseren Mitgliedern und Anhängern ganz genauso, dass sie den Diskurs aushalten, wenn wir auf Wahlkampf oder anderen Veranstaltungen mit Vertretern anderer politischer Richtung uns unterhalten, diskutieren, dann möchte ich, dass jeder ausreden darf, natürlich. Gut, einen Punkt noch, der ist eben ein bisschen untergegangen. Sie haben eben gesagt, Lügenpresse ist nie aus Ihrem Mund gekommen. Sie nennen das jetzt Pinocchio-Presse, das ist der mit der langen Lügennase. Ich habe für mehr Humor plädiert, das wissen Sie auch. Finden Sie das lustig?
Ja, ich glaube, wir müssen viel häufiger über uns lachen. Das gilt insbesondere für Politiker. Mhm. Das entspannt die Debatte erheblich. Oh. Was ist denn witzig daran, wenn man Journalisten unterstellt, sie würden lügen, das heißt die Wahrheit verdrehen? Und zwar in einer Pauschalität, wie wir sie häufig... Wie witzig ist es, wenn sie ständig als Nazi bezeichnet werden? Wer hat Sie heute Abend als Nazi bezeichnet? Frau Jalles. Haben Sie meine Einladung eigentlich angenommen oder nicht? Dann können wir ja wir mal können gucken, gerne darüber hinterher diskutieren. Aber, ja, aber dann müssen Sie, Sie kommen nicht. Und dann werden Sie mal sehen, wie oft wir Sie... Nee, Entschuldigung, wirklich. Lassen Sie uns bei der Frage bleiben. Also im Interesse der Zuschauer, bitte der Reihe nach. Wie witzig ist es, als Rassist, als Nazi ständig diffamiert zu werden? Es ist nicht witzig. Aber natürlich werden wir das. Wissen Sie, wir machen mal gemeinsam ein paar Veranstaltungen, wir mal gehen mal auf die Straße, dann werden Sie erleben, wie das ist, und das können Sie dann auch gerne berichten. Kein Problem. Ich möchte Darf ich das mal kurz substantiieren? Es ist überhaupt kein Forschungsergebnis. Stunden, anderthalb Stunden Demonstration? Nein, wir haben das ganze Rohmaterial reingestellt und selbst dann wurde uns vorgehalten, dass wir uns die Diskussion immer wunderbar, aber ich möchte gerne... Das sind die O-Töne der Demonstration. Ich möchte gerne, da kommen wir gleich noch. Ich möchte gerne einen kleinen Punkt nehmen, damit ein Zuschauer auch noch mal weiß, wo man redet über Lügenpresse, man redet über anderes. Es wird gerne behauptet, dass bestimmte Erscheinungen totgeschwiegen werden. Wenn es zum Beispiel Unruhen gibt in Flüchtlingsheimen. In Berlin heute Aufmacher im Tagesspiegel, da hat es im Hangar mächtig gekracht. Es gab ein Beispiel, da kam auch der Vorwurf der Lügenpresse. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Das war am 19. August, da ist es im Suhl zu einer Massenschlägerei mit 100 Beteiligten gekommen. Es hatte einen religiösen Hintergrund. Ein Mann hatte Koranseiten ins Klo geschmissen. Und es ging natürlich darum, was Sie auch immer vermuten, dass wir da Konflikte, religiöse Konflikte ins Land holen. Ich möchte Ihnen noch mal zeigen, wie darüber am nächsten oder am übernächsten Tag berichtet wurde. Die Zeitungen waren voll davon, die Fernsehsendungen waren auch. Es ist ein kleines Beispiel dafür, dass es wahrscheinlich nicht gelingt, Sachen, die tatsächlich passieren, zu unterdrücken. Das war ein Beispiel dafür. Und vielleicht überlegen wir am Ende noch mal, was wir hier gemacht haben, eine Pinocchio-Sendung oder eine Lügenpresse oder eine Diskussion bei Hart aber fair. Wir haben gerade gehört, wie schwierig es ist, wenn Grenzen sich verschieben. Wir haben gesehen, was Frau Hayali für Mails bekommen hat. Wenn Hass gesellschaftsfähig wird, offenbar, wenn man wird ja wohl noch sagen dürfen, zur Regel wird, wenn Menschen sich trauen, etwas zu sagen, was man eigentlich nicht mal denken sollte, dann wird es tatsächlich gefährlich. Schauen Sie sich mal an, das ist ein Video, was aufgenommen wurde, ist in einer Flüchtlingsunterkunft hier in Berlin. Ein Wachmann hetzt da ganz offen gegen Flüchtlinge. Er hat dazu seinen Job verloren, aber das, was er gesagt hat, zeigt, wie gefährlich wir am Rand sind, was in dieser Gesellschaft möglich ist und was nicht. Über die Helfer von Flüchtlingen, sagt der Mann. Und wenn Sie die Warnzeichen nicht verstehen wollen, dann kriegen Sie irgendwann mal die Rechnung präsentiert. Das ist so. Und dann wird nicht mehr danach gefragt, na, was die wollen. Und all die Großschnauzen, na, wie so manche Gutmenschen und Helfer hier, die immer noch jetzt eine große Fresse haben, na, das werden Sie mal sehen. Und die Ersten, die verschwinden werden. Und wir haben noch hier ein Ferienlager. Ja. Und die Schwelle, die werden wieder genutzt. Auf Natur, Arbeit macht frei. Die Flüchtlinge will der Mann durch eine Revolution, so wörtlich, aus dem Land fegen. Wenn man sagt, das bringen die gar nicht fertig, ja, können die Rechten nicht, dann wird man sagen, seid euch noch nicht zu sicher. Ihr macht es auf die radikale Weise. So einfach ist es. Er wird nicht mehr danach gefragt, ist es richtig, ist es falsch, es wird gemacht. Und die Hobel wird von Spielen, das muss man jetzt nicht direkt schimmern. Bis zum bitteren Ende. Finden Sie das gut? Die ist auch gut, alles gut. Alles ist gut, was dazu dient, der Sache. Frau Petri, dieser Mann will Flüchtlinge aus Deutschland vertreiben, empfindet Pegida AfD da als Mitstreiter. Was hat er da falsch verstanden in Ihren Augen? Ich konnte leider nicht alles davon sehen auf dem Bildschirm. Nein, Pegida und AfD waren nie eins. Ich meine, das habe ich auch oft genug gesagt. Und die Grenze ist immer da zu ziehen, wo Gewalt angewandt wird. Erst bei Gewalt? Die AfD ist eine demokratische Partei. Wir haben politische Ziele und die formulieren wir und Gewalt lehnen wir ab. Und demokratische Proteste auf der Straße, solange sie friedlich bleiben,
und unsere politischen Ziele unterstützen, die finden wir in Ordnung. Ich verstehe nicht, was über Gewalt klar ist, immer abzulehnen. Das soll, vielleicht, das verstehe ich auch Ihre Frage. Darf ich gleich mit einer Frage helfen? Wenn, da sind wir wieder bei dem Bild, was gezeichnet wird, wenn von Lügenpresse die Rede ist zum Beispiel. Wenn Ihre Partei ein Bild zeichnet, dass die Medien lügen, die Parteien die Bürger nicht achten, entsteht da genau ein Klima, wo man sagen kann, was dieser Wachmann gesagt hat, das ist ein System, in dem habe ich eh keine Chance. Da wird was verbacken von Eliten, haben wir eben aber gehört. Plasberg, da muss ich's lösen. Aber Herr Plasberg, es ist doch nicht so, als hätten wir diese Situation erzeugt. Wir sind diejenigen, die die Probleme, die von anderen Parteien nicht als solche angesprochen wurde, formuliert haben. Das Problem war doch vorher da. Nicht die AfD hat diese Art der Asylpolitik gemacht. Die Regeln wurden seit Jahren aufgeweicht, dass es überhaupt möglich wurde, einen derartigen Ansturm zu erleben. Natürlich auch angeheizt durch die internationalen Konflikte. Also hier wird schon wieder Symptom und Ursache verwechselt. Und dass dann eine Partei da ist, die Probleme anspricht und andere Parteien jetzt anfangen, die Diskussion auch aufzugreifen, zeigt ja nur, dass offensichtlich endlich ein Prozess in Gang kommt, der aber zu einem Zeitpunkt in Gang kommt, wo das Land und nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt fast nicht mehr in der Lage sind, politisch mit diesem Problem umzugehen. Also bitte bleiben Sie doch bei dem Hergang der Ereignisse. Und bleiben wir doch gern beim Hergang. Gewalt beginnt, Gewalt beginnt mit Sprache, wenn Funktionäre Ihrer Partei davon sprechen, dass man Politiker an die Wand stellen müsste. Sie wissen doch, wie wir mit solchen Personen umgegangen sind. Dann erzählen Sie doch die ganze Geschichte, bitte. Ja, okay, dann ja? Machen wir was weiter. Ist denn mit dem Mitglied passiert? Das ist der eine, den Sie irgendwie ausgeschlossen haben. Nicht der eine, sowas wird bei uns gar nicht geduldet. Was ist mit demjenigen, der gesagt hat, Hoch- und Landesverratsprozesse gegen die Verantwortlichen in der Bundesregierung? Wir haben alle diese Vorfälle geprüft und dort, wo wir festgestellt haben... Und Landesverrat gegen Verantwortliche. Ja. Mongolensturm, schlimmer als der Mongolensturm. Und da sage ich Ihnen, das ist eine Form von Sprache. Bei aller Auseinandersetzung, die man über die schwierige Flüchtlingsfrage führen kann. Und dann sagen Sie mir auch, was an Stammtischen anderer Parteien berichtet wird. Das sollten Sie dann vielleicht in gleicher Weise darstellen. Ich würde mich jetzt gerne mit Ihnen einmal über die AfD... Nee, wir sollten uns dann über alle Parteien unterhalten. Das ist doch eine sehr verengte Blickweise, Herr Muskel, oder nicht? So. Und ich glaube, dass Gewalt, was das angeht, mit Sprache beginnt. Wir haben das in diesem Land übrigens einmal erlebt, als wir das letzte Mal eine große Form von Zuwanderung gehabt haben, zu Beginn der 90er Jahre. Es waren verschiedene Faktoren. Es war Zuwanderung aus dem Osten, es war irgendwie Zuwanderung aus dem Balkan. So. Und wir haben damals erlebt, dass es erst eine heftige und aufgeladene Debatte gegeben hat, übrigens auch den Einzug von rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien, 10% die Republikaner in Baden-Württemberg, die rechtsextreme DVU in Schleswig-Holstein. So, und dann haben wir erlebt, dass das, was glücklicherweise bisher in diesem Land glimpflich abgegangen ist, die Brandanschläge, über die wir gesprochen haben, dass niemand tot zurückgeblieben ist, was, wie ich glaube, angesichts der Taten purer Zufall ist. Die gute Nachricht, die in all dem drinsteckt, Frau Petri, glaube ich, ist, dass es auch damals, genauso wie heute, rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien von der Situation haben profitieren können. Aber nur kurz. Weil die Menschen dann gemerkt haben, dass es ein Unterschied ist, ob man seinen Protest zum Ausdruck bringt oder ob man solchen Gruppierungen tatsächlich traut. Ob sie die Probleme dieses Landes lösen können? Ich glaube, das können sie nicht. Herr Maskedow, die Frage ist aber tatsächlich, welche Antworten die anderen Parteien haben, auch die von Herrn Pistorius, auf die Sorge und Ängsten dieser Menschen. Da würde ich Ihnen gleich gerne mal eine ältere Dame vorspielen, die Dunja Hayali getroffen hat auf einer AfD-Kundgebung. Und dann schauen wir uns mal an, ob man auch diese Frau so einfach in eine rechtsextreme Ecke stecken kann oder in irgendeiner Weise katalogisieren kann oder ob das jemand ist, um den zum Beispiel Herr Pistorius sehr werben müsste oder Ihre Partei auch. Da gucken wir uns gleich mal genauer an und sind jetzt bei unseren Zuschauern Brigitte Bischer. Ja, unsere Zuschauer sind schon auch sehr mit dieser Diskussion voller Leidenschaft dabei. Und ich möchte mal mit denen anfangen, die für sich behaupten oder für sich festgestellt haben, dass Politik uns nicht ernst nimmt, also die Bürger nicht ernst nimmt. Und dazu die Meinung von Gabriela Meilhaus. Sie schreibt bei Facebook: Ich bin absolut kein Fan der deutschen Flüchtlingspolitik und verstehe unsere einst sehr geschätzte Bundeskanzlerin nicht mehr. Ich würde deswegen aber niemals zum Hassredner oder gar zum Brandstifter werden. Wann nimmt man uns besorgte Bürger endlich ernst? Und ein Tweet von Kurt Braun: Hart aber fair, der Hass ist in der breiten Masse permanent vorhanden. Die Politik hat keine Antworten, die die Bürger beruhigen.
Ja, wer ist denn eigentlich rechts und wen müssen wir als rechts bezeichnen? Schwierige Definition. Axel Höning schreibt bei Facebook, die neuen Rechten sind nicht die Rechten, die ihr sehen wollt, sondern gut situierte Bürger und Steuerzahler, die keinen Bock mehr haben auf diese wahnwitzige Politik. Woher kommt der Hass? Auch das diskutieren unsere Zuschauer sehr stark. Ich habe von vielen, vielen Erklärungsversuchen zwei ausgesucht. Und ich beginne mit Hans Bläse. Er schreibt bei uns im Gästebuch, wenn man jetzt hört, das Thema Flüchtlinge kostet uns 10 Milliarden Euro oder auch mehr, muss man sich doch aber fragen dürfen, warum war das Geld nicht da, als diese Armut in Deutschland im Gespräch war? Dass das Volk sich jetzt fragt, woher das Geld kommt und auch gewalttätig wird, kann ich mehr als verstehen. Sekunde bitte, Herr Pistorius. Das ist eine Frage, so ein Lackmustest. 10 Milliarden, wir haben die Zahl heute noch mal recherchiert, wird für dieses Jahr prognostiziert. Schäuble sagt nächstes Jahr 20 Milliarden, wenn man Kommunen, Länder und Bund zusammennimmt. Was antworten Sie, Hans Bläse? Ich antworte ja, dass ich Sie sehr gut verstehe und dass sie recht hat, wenn sie sagt, dass unsere Empathie gegenüber den Flüchtlingen nicht größer sein darf als die gegenüber den eigenen hier wohnenden Menschen. Aber die entscheidende Frage ist, was machen wir mit dieser Antwort? Natürlich müssen wir das Geld aufgeben, weil wir eine humanitäre Verpflichtung haben für diejenigen, die Schutz und Zuflucht suchen und die hierbleiben sollen, weil sie eben in Gefahr sind. Die anderen, das ist auch, darüber sind wir uns alle einig, werden keine Perspektive bekommen, es sei denn über ein längst überfälliges Einwanderungsgesetz. Aber die entscheidende Frage bleibt, dass wir die Menschen, diejenigen, die es am meisten träfe, nicht gegeneinander ausspielen dürfen und keinen Raum schaffen dürfen für Hass gegen diejenigen, die herkommen, weil sie Zuflucht suchen. Das heißt aber doch präzise, dass Sie dann, wenn das Geld vorher nicht da war, gleich 10 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau und für die Armen, die schon hier waren. Aber das ist doch eine Erfahrung, die wir immer machen. In Notsituationen wird Geld generiert, was vorher nicht da war, weil man Schuldenbremsen einhalten wollte oder sonst irgendetwas. Wir haben das Geld aufgebracht für die Griechenland-Krise, um den Euro und den europäischen Wirtschaftsraum zu retten. Wir haben bei der Finanzkrise riesige Beträge aufgewandt, um die deutsche Volkswirtschaft zu stützen. Das ist ein normaler Mechanismus. Der kostet Geld, der ist ärgerlich, weil es viel Geld ist. Aber deswegen wird niemandem etwas weggenommen. Und deswegen müssen wir sehr deutlich sagen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen und die bleiben werden, die eine Perspektive haben, denen müssen wir auch helfen. Solange wie sie unsere Hilfe brauchen, dazu stehe ich. Aber das darf nicht zulasten derjenigen gehen, die hier leben. Das wird, glaube ich, sehr genau beobachtet werden, ob es tatsächlich so kommt. Bitte. Genau, zweite Begründung, die wir auch oft hören, ist Angst vor der Überfremdung, Angst vor dem Fremden, der da zu uns kommt oder die da zu uns kommen. Bei Facebook schreibt Helmer Mühlner, wir wollen einfach nicht unter Horden von Kopftüchern und verwöhnten jungen Moslemmännern leben, die sich jeder Einzelne als Mittelpunkt der Welt empfinden. Schon heute versteht man in der Innenstadt seine Mitmenschen nicht mehr. Ja, wohin kann das politisch führen? Auch das wird diskutiert. Und bei Facebook schreibt Ayosha Feldschmied, gefährlich werden die kommenden Bundestagswahlen, bei denen sich viele konservative Wähler die Frage stellen müssen, welche Partei denn noch ihre Werte vertritt. Hier ist aus Alternativlosigkeit ein starker Rechtsruck möglich. Ja, natürlich guckt man da auf die Partei der AfD. Michaela Michle schreibt bei uns im Gästebuch, die AfD hat inzwischen ausgiebig genug auf Probleme in Bezug auf Integration etc. hingewiesen. Dass es Probleme gibt, hat inzwischen jeder Gutmensch begriffen. Und jetzt wechselt unsere Zuschauerin den Ton und macht einen direkten Appell an die AfD und schreibt, das habt ihr also fein erreicht. Und nun stellt bitte endlich eure konstruktiven Lösungen in den Fokus eurer Kampagnen und Offensiven. Am Ende vielleicht noch ein Appell, vielleicht einfach auch noch mal mehr zu reden, mehr zu informieren. Unsere Zuschauerin Christine Hinz hat uns eine E-Mail geschrieben und erzählt von sich zu Hause. 30 Meter vor unserer Terrasse entsteht ein Flüchtlingsheim für 3000 Flüchtlinge. Wir baten um rechtzeitige Information und um Bürgerbeteiligung. Wir haben alles versucht, doch keine Behörde, kein Politiker hat mit uns gesprochen. Aus Unwissenheit entsteht Angst, aus Ohnmacht und Angst entsteht oft Gewalt. Das ist das Problem, Frau Hinz. Sie hätten jetzt das kollektive Kopfnicken an unserem Panel sehen müssen. Problem erkannt. Kommunikation ist ein wesentliches Mittel. Ob es umgesetzt wird, wir müssen es sehen. Ich habe das eben schon angekündigt. Bin ich eigentlich in diesem Land automatisch einer von rechts oder von rechts außen? Wenn ich meine Sorgen äußere über die Zukunft des Landes, was aus meinen Kindern, was aus meinen Enkeln wird? Schwierige Frage. Nehmen Sie als Antwortversuch doch mal diesen Gesprächsausschnitt. Dunja Hayali hat auf einer AfD-Demo in Erfurt mit einer Bürgerin und Teilnehmerin gesprochen. Guten Abend. Warum halten Sie denn eine Kerze in der Hand? Weil ich 89 hier schon mal gestanden habe und momentan finde, dass die Stimmung in diesem Land dermaßen
polarisiert wird, einer gegen den anderen. Ich habe Angst um die Zukunft. Nicht von mir, ich bin schon alt, aber von unseren Kindern und Enkeln. Wovor haben Sie denn ganz konkret Angst? Vor den Flüchtlingen, vor der Zuwanderung? Nein, es geht nicht um die Flüchtlinge. Aber irgendwo muss auch eine Grenze sein. Ein Land kann doch nicht so viel vertragen, wie momentan kommen. Das muss doch jeder normale Mensch wissen. Ja? Und könnten Sie denn eine Grenze benennen in Zahlen? Das in Zahlen kann man das nicht machen. Das kann man nicht machen in Zahlen. Aber ich finde, man denkt nicht an die Zukunft. Das kostet ja auch was. Und ich habe keine Lust, dass meine Rente gekürzt wird, dass ich mehr Steuern zahlen muss und solche Sachen. Und es gibt noch ärmere Menschen als mich. Wie sollen die das alles packen? Ja? Und deshalb stehe ich hier für nichts anderes. Für nichts anderes. Frau Hayali, für nichts anderes, für nichts anderes. Sie hat das zweimal betont. Diese Frau ist sicher keine Freundin der Rechtsextremen. Wir haben eben über die Mitte der Gesellschaft gesprochen. Kommt sie aus der Mitte der AfD? Das tut sie nicht. Und ich würde sie auch nicht als rechtsextrem bezeichnen. Also ich finde all das, was diese Frau formuliert hat auf einer AfD-Demo, bei der wir sehr fair übrigens mit allen umgegangen sind, auch die Lügenpresse kann das, hat, finde ich, sehr ganz normal und sehr klar ihre Ängste formuliert und ihre Sorgen. Und davon kann ich viele nachvollziehen. Und darauf muss die Politik, wir haben es gerade gehört, auch mit Informationen und so weiter und so fort Antworten finden. Frau Pistorius, ja, doch anstrengend heute. Herr Pistorius, was sucht diese Frau bei der AfD, was sie bei Ihnen nicht findet? Ich gebe Ihnen noch einen Augenblick zum Nachdenken, denn wir haben Sie auch, die Kollegin hat Sie auch gefragt, was sie vorher gewählt hat. Ich habe die SPD gewählt und finde es nicht schön, wenn die SPD wie Herr Gabriel Leute als Mob und als Pack bezeichnet. Und ja, natürlich gibt es hier in diesen Reihen auch Rechte, das sehe ich auch so. Aber es gibt eben auch andere und die muss man auch mal hören. Ne? So, Herr Pistorius, jetzt die Frage, was sucht diese Frau bei der AfD, was sie bei Ihnen nicht findet oder nicht mehr findet? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube aber, dass die Frau bei der AfD mitläuft und das ist ihr gutes Recht, weil sie dort ein Thema aufgegriffen fühlt, was sie offenbar die anderen nicht genug in den Mittelpunkt stellen oder ihr nicht die Antworten geben, die sie erwartet. Aber da sind wir ja aber genau bei dem Risiko. Diese Menschen machen sich Sorgen, haben teilweise Ängste. Wie reagiert man auf Ängste? Man muss sich die Ursachen für die Angst angucken. Das sind entweder objektive Umstände, da muss man an denen etwas tun und sie erklären. Oder es sind subjektive Ängste, die in der Betrachtung der objektiven Umstände liegen. Und dann kann man dagegen auch was tun, indem man besser kommuniziert, aufklärt und damit subjektive Ängste nimmt. Was man aber nicht tun darf, ist, diese Ängste zu schüren, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Und wenn Frau Petri am Wochenende den schönen Satz gesagt hat, wir brauchen die Ängstlichen, um Mehrheiten zu bewegen, dann zeigt sie damit, wohin die AfD steuert. Es geht ihr nur darum, diese Ängste zu verstärken, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Egal, welche Ängstlichen sie meint, wer Ängste verstärkt und sagt, wir brauchen euch, der erklärt damit gleichzeitig auch, dass er kein Interesse hat, die Ängste wegzunehmen. Und wer Ängstlich allein lässt, ist wohl besser, Herr Pistorius. Sie haben noch kapital versagt, indem Sie den Leuten nicht erzählen können, woher das Problem kommt. Und erklären ist wichtig und richtig. Das wissen inzwischen plötzlich auch alle. Aber erklären alleine reicht nicht. Eine Regierung ist zum Handeln da. Und das erwarte ich. Ah ja, na ja, doch, das muss Ihnen offensichtlich mal wieder gesagt werden. Und Handeln heißt an der Stelle dafür zu sorgen, dass das Asylrecht wieder seine ursprünglichen Funktionen zugeführt wird, dass tatsächlich wir über politisch Verfolgte und über Bürgerkriegsflüchtlinge reden. Und das tun wir schon lange nicht mehr. Und jetzt erklären Sie alle. Vor Monaten gab es nichts zu erklären, da war alles in Ordnung. Wir reden dauernd über Bürgerkriegsflüchtlinge und wir sind jetzt aber beim interessanten Thema, was das mit der politischen Stimmung in diesem Land macht. Sie haben eben das Zitat von Frau Petri vom Parteitag genannt. Sie haben gesagt, das sei aus dem Zusammenhang gerissen. Das Zitat heißt, die Ängstlichen sind nicht unsere Gegner, sondern genau genommen unsere Verbündeten. Erklären Sie es doch einfach, wie meinen Sie das? Na, damit sind die ängstlichen Bürger gemeint, die ihre Meinung inzwischen nicht mehr frei äußern. Und wenn Sie auf Demonstrationen waren, dann, Frau Hayali, wissen Sie das genauso wie Herr Pistorius. Sie das sicherlich wissen, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die Angst haben, offen zu sagen, was sie denken. Beispiel dafür sind unter anderem auch, dass private Arbeitgeber inzwischen ihre eigenen Mitarbeiter
ja, man kann fast schon sagen, bedrohen, wenn sie auf politische Demonstrationen gehen. In Dresden gibt es auch Schriftstücke von der TU Dresden, wo personelle Maßnahmen angedroht werden, Disziplinarmaßnahmen, wenn man sich auf Demonstrationen begibt. Das ist doch kein Klima der Meinungsfreiheit in diesem Land mehr. Und diese Menschen brauchen eine politische Heimat, die sie offenbar bei den anderen Parteien, die ja, wie Sie selbst gesagt haben, weitgehend im Konsens agieren, wo eine Diskussion, eine ehrliche Diskussion fehlt, die finden sie dann bei der AfD. Und das finde ich völlig in Ordnung, aber wenn wir noch offen diskutieren. Wenn Sie bei einer politischen Entschuldigung, aber warum lernen Sie denn dauernd diese Keule auch raus? Man darf in Deutschland seine Meinung nicht sagen. Also weil es an der Tagesordnung ist. Das ist eine Legendenbildung. Also nein, das ist keine Legendenbildung. Fragen, gehen Sie doch bitte mal auf die Straße. Gehen Sie doch mal selbst in den Landtag. Fragen Sie die Mitarbeiter. Fragen Sie die Leute an der Uni. Also Sie machen aber einfach es traut sich doch kein Nicht-Pegida-Anhänger oder ein Pegida-Kritiker in die Nähe einer Pegida-Demo oder kein Journalist mehr, weil er mit allen möglichen Konsequenzen bzw. Bedrohungen rechnen muss. Ach, hören Sie doch auf. Man wird auch angegriffen. Aber darf ich das kurz zu Ende führen? Ich hatte das eingangs schon mal gesagt. Ich finde, jeder darf in diesem Land Ängste und Sorgen äußern über die Integration, über das, was der kulturelle Wandel mit sich bringt und so weiter und so fort. Wenn Sie aber sagen, die Mussels sollen bleiben, wo sie sind, die sollen in den Krieg zurück, wir wollen Grenzen hochziehen und die möglicherweise noch abknallen, wir wollen Gas... Ach, werfen Sie das doch nicht alles in einen Topf, Frau Herrlady. Entschuldige, ich wollte Ihnen nur Beispiele nennen, wo für mich Meinungsfreiheit sozusagen ein Ende findet. Und dann ist es nun mal Fremdenhass. Und dann auch nennen Sie Volkstod und dergleichen bitte dann gleich dazu, denn das ist die andere Seite der Medaille. Auch da haben wir eine Verrohung der Sprache. Sind Sie überhaupt zugänglich für irgendwas? Also, natürlich, Frau Herrlady, ich höre Ihnen zu, aber Sie blenden eine Seite immer komplett aus. Wieso? Ich sage, wissen Sie was, in dem Land, wo meine Eltern herkommen, aus dem Irak, wenn Sie da Ihre Meinung gesagt haben, ist Ihnen der Kopf abgeschlagen worden und die ganze Familie wurde irgendwie verbrannt. Hier können Sie über die ganze politische Elite sagen und tun, was Sie wollen. Sie haben nur Anschläge in Büros oder auf Firmen, Privatpersonen, Autos. Das haben Sie ganz genauso. Ja, auch und in Deutschland. Das heißt denen doch nicht gut. Da sind wir uns doch vielleicht mal einig. Ich sage doch nur, es gibt auch Grenzen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, Frau Petri. Da müssen wir gar nicht über diskutieren. Frau Petri, was die Meinungsfreiheit in Deutschland angeht, behaupten Sie, es sei schwierig geworden, seine Meinung zu sagen gegen Flüchtlinge. Ja, es gibt eine soziale Erwünschtheit, ja, so habe ich Sie verstanden. Ja, es gibt aber auch einen weiten Begriff von Meinungsfreiheit. Und Sie haben eben die AfD auch als Heimat angeboten für Menschen, die sich sonst nicht mehr vertreten fühlen bei diesen Parteien. Und dann muss man diese Heimat ja auch, ich sag mal, im ganzen Gelände sich angucken. Und wenn wir darüber reden, Herr Maskelow hat das eben angesprochen, wie sensibel Sprache ist, dann ist das hier ein Mensch, der Ihre Heimat auch mit diffamiert oder mitprägt. Das können wir dann entscheiden, wenn wir ihn gehört haben. Wir sind das Volk! Vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Erfurt ist schön. Erfurt ist schön deutsch. Und schön deutsch soll Erfurt bleiben. Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa. 1000 Jahre Deutschland. Ich gebe euch nicht her. Und ich weiß, ihr gebt sie auch nicht her. Frau Petri, wenn Ihnen zu Ohren käme, der Geschichtslehrer Ihrer Kinder würde in der Schule so sprechen, was würden Sie da als Mutter dieser Kinder unternehmen? Also, es ist schön, dass Sie wieder einen Parteikollegen von seinen Reden zitieren. Wir haben über diesen Stil, den ich auch nicht immer gut heiße, oft gesprochen. Und er hat mir selbst gegenüber eingeräumt, dass dieser Stil nicht gut ist. Darf ich Sie noch mal fragen? Ja. Wenn Sie, das ist ein öffentlicher Marktplatz, übrigens Meinungsfreiheit, ja. Ist alles möglich in diesem Land. Wenn der Geschichtslehrer Ihrer Kinder gewesen wäre, was hätten Sie da gesagt? Welche konkrete Aussage als Geschichtslehrer wollen Sie jetzt gern bewertet haben? Dass es eine 3000-jährige Geschichte Europas gibt, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Aber ich glaube, mit der 1000-jährigen Geschichte hat er schon selber festgestellt, dass er damit besser nicht hantiert. Ne? Eben, genau. Und das ist doch gut, dass er es selbst festgestellt hat. Also müssen wir doch jetzt nicht darüber sprechen, was ich dazu sage. Ja, ich finde die Anleihe nicht gut, das habe ich ihm gesagt. Er hat es mir gegenüber als Fehler eingeräumt. Wir können das jetzt bei jeder Sendung wieder abspielen. Dadurch wird die Aussage nicht besser. Aber dass wir uns
eine vernünftige Zukunft. Sie haben Entschuldigung, Herr Maskelow, Frau Petri, ich höre Ihnen gerne zu. Ich frage Sie und höre Ihnen weiter zu. Und wenn Sie fertig sind, frage ich Sie. Rhetorische Anleihen muss man sich gut überlegen. Ich hätte diese nicht gewählt. Darüber haben wir uns unterhalten. Und dadurch, dass Sie das immer wieder wiederholen, wird die Aussage nicht besser. Aber die Entschuldigung bleibt bestehen dafür. Die hat Herr Höcke getan. Das finde ich richtig. Und er hat sich seitdem zurückgenommen. Ich glaube, das ist wichtig, gerade wenn man öffentlichen Plätzen spricht. Ich habe mir erlaubt, das noch mit dem Deutschen. Herr Lenders, lassen Sie mich doch bitte ganz kurz. Haben Sie mit Deutschland finden ein Problem, Herr Lenders? Nein, aber ich fand es schon mal ganz ehrlich, das war schon eine Peinlichkeit nicht zu überbieten. Haben wir jetzt festgestellt. Wenn Deutschland fand schon keine. Haben wir jetzt festgestellt. Im Zusammenhang mit Herrn Lenders, lassen Sie es gerade mal. Sie haben das gerade festgestellt und Sie haben gesagt, Herr Höcke hat das verstanden. Sie haben gesagt, das ist nicht Ihr Stil. Es geht aber auch um den Inhalt. Ich habe es auch noch mal gezeigt, weil wir noch mal geguckt haben, wie Höcke danach damit umgeht. Die 1000 Jahre, das war eine Anspielung, behaupte ich einfach mal, aufs 1000-jährige Reich. Er hat am 21. Oktober gesagt, ich darf ja, das war offenbar nach dem Gespräch, ich darf ja nicht mehr sagen 1000 Jahre. Damit wäre es zwar eventuell besser beschrieben, aber ich rede jetzt nur noch im Konjunktiv. Und ich hoffe, dass er auch noch in vielen 100 Jahren so dastehen wird, nämlich der Dom, wie er jetzt dort steht, liebe Freunde. So geht er damit um, wenn er sagt, ich entschuldige mich, ich will es nicht mehr machen. Wieder diese erneute Anspielung und wieder dieser Ton, man darf nichts sagen. Aber warum reden wir denn mal bitte schön nicht darüber, warum darauf so sensibel reagiert wird? Weil es völkischer Stummsinn aus dem 19. Jahrhundert ist. Was völkisch ist, das definieren Sie. Weil das Wort Volk inzwischen in Deutschland sogar zum Schimpfwort geworden ist. Das sollte uns eigentlich Angst machen. Frau Petri, Sie missverstehen es. Nein, das verstehe ich gar nicht falsch. Diese völkischen Plattitüden sind im 19. Jahrhundert entstanden. Sie gab es vorher nicht. Geschichtsunterricht würde dem einen oder anderen vielleicht auch mal ganz gut tun. Ja, sicherlich. Aber es würde auch helfen, die eigene Geschichte nicht nur negativ zu betrachten. Über Stilfragen. Ich bin der Letzte. Nein, das hoffe ich. Da bin ich mir bei der SPD nicht immer so sicher. Aber den völkischen Teil dürfen wir schon, ehrlich gesagt, aus unserer Geschichte heraus. Über den müssen wir nicht neu diskutieren, Frau Petri. Aber das war ein Volksentscheid, da sind wir uns einig, dass wir Deutschland eine Zukunft wünschen, darüber sind wir uns hoffentlich auch einig. Ich glaube, dass wir eine interessante Reise erleben werden, wenn wir uns mal an den Frühsommer erinnern. Da hat, glaube ich, Ihre Partei keine richtig große Zukunft vor sich gehabt. Das haben Sie alle gehofft, aber das hat dann sich gab es einen Parteivorsitzenden. Dann gab es einen Parteivorsitzenden namens Lucke, die gibt es irgendwie jetzt nicht mehr, weil die Partei einen anderen Kurs eingeschlagen hat. Das hat sie nicht, auch das Und jetzt ist werden eine Legende. Sie, glaube ich, gucken müssen, Frau Petri, ob diejenigen wie Herr Höcke und viele andere, die diese Partei, ich sage nicht, ich würde das Nazi-Wort nicht benutzen, ich glaube, dass sie eine ganz klassische rechtspopulistische Partei sind. Und zwar eine, wie wir in diesem Land schon viele gesehen haben. Die Geschichte der rechtspopulistischen Parteien ist allerdings in diesem Land und an vielen Stellen anderswo in Europa so gewesen, dass das, was es an Ressentiments, an Wut und auch an Verschwörungstheorie in diesen Parteien gibt, dass sich das irgendwann auch nach innen richtet. Und ich glaube, die interessante Reise für die AfD wird sein, ob sie diejenigen, die die Partei in Wahrheit noch ein ganzes Stück weiter nach rechts wollen, für die die Sprüche, die wir hier gehört haben, überhaupt gar keine Ausrutscher sind, sondern der Kern des Gedankens gut. Ob Sie diesen Tiger irgendwie werden reiten können. Ich bin gespannt. Nehmen Sie es doch mal hin als Politikberatung durch Herrn Maskelow. Geben Sie mir die Gelegenheit, noch mal, wir haben das eben auch versprochen, hinzuschauen, wie die AfD wirkt. Manchmal wirkt eine Kraft ja, auch wenn sie nicht an der Regierung ist, auf andere Parteien. Sie bestimmt einfach das politische Klima mit. Wie immer auch, durch Forderungen, durch Parteitage oder eben auch durch Rechtsausleger, wie wir sie eben gehört haben. Kann man also sagen, die AfD wirkt? Schauen Sie sich mal diese Beispiele an. Beispiel Kontingente. Deswegen fordert die AfD eine sehr deutliche Reformierung des Asylrechts, die auch damit einhergeht, dass wir ein Kontingent festlegen müssen. Ganz ähnlich klingt das mittlerweile beim SPD-Fraktionschef. Jedes Jahr ein Kontingent, darüber könnte der Deutsche Bundestag beschließen. Wir sollten dabei auch bedenken, wie viele Flüchtlinge wir gut integrieren können. Beispiel Familiennachzug. Im Rahmen der Reform des Asylrechts muss besonders der Faktor des Familiennachzugs beleuchtet und unserer Ansicht nach auch unterbunden werden.
Richtig, meint Finanzminister Schäuble. Zumindest in Bezug auf syrische Flüchtlinge. Wir müssen natürlich den Familiennachzug begrenzen. Denn wir sind unsere Aufnahmekapazität ist ja nicht unbegrenzt. Und Innenminister de Maizière macht klar, wir können unsere hohen Flüchtlingszahlen nicht durch Familiennachzug verdoppeln oder gar verdreifachen. Die AfD wirkt? Fragezeichen. Oder kann man schon sagen, die AfD regiert heimlich mit, Herr Pistorius? Weder noch. Das, was wir da gerade gesehen haben, ist eine schöne Aneinanderreihung von politischen Aussagen. Aber ich darf daran erinnern, dass es die Innenministerkonferenz war, die bereits 2013 die ersten Kontingente von syrischen Flüchtlingen durchgesetzt hat bei dem damaligen Bundesinnenminister und bei der damaligen Bundesregierung. Kontingente sind nichts Neues. Wir hatten sie übrigens auch schon im Balkan, beim Balkankrieg in den 90er Jahren. Von daher ist es überhaupt keine neue Forderung gewesen. Und wer auch immer sie zuerst jetzt wieder erhoben hat, hat recht. Weil wir natürlich Kontingente brauchen, aber nicht in dem Sinne, wie das vielleicht Frau Petri oder andere gemeint haben, nämlich, dass wir eine Obergrenze einziehen für Flüchtlinge, sondern ein Kontingent für Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten. Sie haben das schön am Wort Kontingent erklärt. Die gesamte Stoßrichtung des Beitrags erklärt das nicht. Ja, auch die anderen Fragen. Familiennachzug, jeder, der den Familiennachzug unterbinden will, aussetzen ist ja nochmal eine andere Dimension, verhält sich ganz krass gegen die Genfer Menschenrechtskonvention. Herr Masko, wenn Sie sich das mal angucken, wie würden Sie die Frage beantworten, inwieweit die AfD politische Strömungen bis hin in Regierungsparteien beeinflusst? Also unbestritten ist, glaube ich, dass es hier in Berlin eine Sorge gibt, dass die AfD jedenfalls zeitweilig eine politische Kraft wird, auch bei den kommenden Wahlen wird. Aber das, was wir jetzt an Entscheidungen... Frau Petri sieht das Potenzial bis zu 20% der ansprechbar. Ja. Ist ja noch nicht Wahltag, dann können wir uns hier ja noch mal treffen. Gibt es Veränderungen und sieht man eine Veränderung in der Politik, die sieht man. Ich glaube aber, dass das weniger zu tun hat mit der AfD und mit den Forderungen der AfD, sondern es hat damit zu tun, um zu dem zurückzukommen, dass die Politiker in diesem Land im Gegensatz zu dem, was die AfD ja oft versucht, den Eindruck, den sie versucht zu erwecken, dass die Politiker hier blind seien, dass sie eigentlich die Probleme nicht sehen würden, dass sie kein Interesse daran hätten, zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Ich glaube, dass das falsch ist. Man kann an vielem, was die Regierung getan hat in der Vergangenheit und im Moment noch tut, Kritik üben. Aber ich glaube, man muss an einer Stelle Verständnis für sie aufbringen. Das, was Populisten immer sagen, ist, dass ein Problem eigentlich ganz einfach zu lösen sei. Damit schüren sie ja im Grunde auch die Wut, dass sie sagen, wenn ihr nur wolltet, könntet ihr das Problem ja morgen abstellen. Und die Vorstellung, dass wir die Probleme dieser Welt, die wir im Moment in einer Art und Weise erleben, wie wir das eigentlich gar nicht kennen, dass wir die damit erledigen, dass wir sagen, wir setzen das Asylrecht wieder, wir setzen die Drittstaatenregelung wieder in Kraft. Und dann ist es irgendwie völlig in Ordnung, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Das ist ja einfach eine Illusion. Und das täuscht die Menschen. Das heißt, wir sehen jetzt eine Veränderung in der Politik, weil auch die Politik sieht, dass es zu viel wird, dass das so nicht mehr zu schaffen ist und dass wir das nicht schaffen. Aber ich glaube, es hat nichts mit der AfD zu tun. Lassen wir es doch an diesem Punkt mal stehen, Frau Halali. Sie wissen, Sie müssen auch pünktlich fertig sein. Wir sind schon leicht in der Tagesthemenzeit. Frau Petri, haben Sie die Nerven, das als Schlusswort stehen zu lassen? Nein. Über die inhaltlichen, das hatte ich mir fast gedacht, aber über die inhaltlichen Alternativen, da werden wir noch viele Sendungen, glaube ich, machen müssen. Da wird die etablierte Politik liefern müssen. Da werden Sie liefern müssen. Sie haben ja die Mail unseres Zuschauers, der sagt, prima, Sie haben auf die Probleme hingewiesen, jetzt sind Lösungen gefragt. Letzte Frage an Sie, Sie haben das Schlusswort. Ich will es nicht kommentieren, nur fürs Protokoll. War das heute Abend eine Veranstaltung der Lügenpresse, der Pinocchio-Presse oder einfach nur der öffentlich-rechtlichen ARD? Naja, der ARD auf jeden Fall. Ich denke nur, was ich mir von Ihnen, Herr Pistorius, und auch Herr Lenders als Vertreter der CDU von Ihnen gewünscht hätte, ist zu sagen, jetzt diskutieren wir, aber ja, wir haben viel zu lange nicht diskutiert. Doch, das haben wir. Wir haben jetzt langsam eine beginnende Diskussion. Sehr interessantes Schlusswort. Die ist richtig. Das und halten Sie auch aus. Aber klar. So. Also nochmal, keine Lügenpresse, keine... Sie haben das Wort von mir nie gehört. Ich wünsche mir mehr neutrale Berichterstattung. Die wünsche ich mir immer noch, gerade von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe sie heute Abend. Heute Abend haben wir ein bisschen davon gesehen. Ja, Frau Jali hat das immer alles schon gemacht. Das ist ja in Ordnung. Dann habe ich es nur immer nicht gesehen. Ja, auch keine Pinocchio-Presse oder... Aber wissen Sie, ich finde den Begriff eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn wir gegenseitig ein bisschen mehr Humor aufbringen, halten wir das aus. Mit Pinocchio hat es ein gutes Ende genommen. Sie gestatten, dass ich einen anderen Humorbegriff habe? Das ist völlig in Ordnung. Obwohl ich aus Köln komme. Gut, jetzt gucken wir nach Hamburg. Und sind bei Karam Joska, die uns sagen wird, was die Tagesthemen heute bringen.
Ja, wir beginnen die Tagesthemen heute mal in 5500 Metern Höhe, nämlich in dem am höchstgelegenen Skigebiet der Welt. Nur Skifahren kann man da nicht mehr, denn der Gletscher in den Anden ist schlicht und einfach weggeschmolzen. Ob Beispiele wie dieses den Klimagipfel in Paris endlich zum Handeln bewegen, das fragen wir jetzt in der Sendung. Das gleich bei Carmen Josca. Vielen Dank. Vielen Dank hier im Studio. Sie waren uns ein aufmerksames Publikum. Frau Petty, vielen Dank. Dankeschön, Herr Lenders. Herr Maske. Frau Hayane. Vielen Dank. Faktencheck, das ein oder andere werden wir noch mal aufbereiten. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. 21 Uhr. Tschüss.